herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu den Promo-Wochen, denn diesmal macht nicht Gewitter am Kopf Promo, sondern Melina Sophie für ihren Shop. Und sie hat sich den QR-Code ihres Shops angeblich tätowieren lassen. Ich bin sehr skeptisch, ob die jetzt wirklich so blöd ist, aber ich habe von ihr jetzt nicht so viel gehalten in der Vergangenheit. Von daher traue ich ihr das durchaus zu, dass sie sich so ein Tattoo hat machen lassen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung unten reinschreiben. Vielleicht hat sie es, wenn dieses Video rauskommt, auch schon aufgelöst. Es wurde zumindest so dargestellt, als sei das alles echt und wirklich passiert. Ja, also es gibt auch ein Video, das werde ich euch gleich zeigen. Und da könnt ihr erstmal euch das Ganze jetzt hier anschauen und auf euch wirken lassen. Also ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber warum, werde ich auch gleich nochmal mit euch genauer besprechen. Seid ihr bereit für das Reveal? Okay, ich muss sagen, besoffen fand ich die Idee besser, aber da steckt ja ein Gedanke dahinter. Also das Coole an diesem Ding ist, ihr müsst in meinen Stories quasi eigentlich nie wieder nach oben wischen. Ich kann euch jetzt immer alles einfach auf meiner Stirn verlinken und momentan kommt ihr da zu meinem Instagram. It is what it is. Und an alle Firmen da draußen, no shit. Wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenzuarbeiten, könnt ihr einfach meine Stirn buchen. Er ist ja Next Level Influencer, ist ja absolut willkommen in 2021. Ich bin fassungslos, ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Ganze fake ist und einfach nur eine Promo-Nummer, ja, um wieder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass das Ganze echt ist und sie wirklich so blöd ist. Also blöder geht's ja kaum noch und ich finde das Tattoo weder schön noch irgendwie sinnvoll. Einfach nur eine vollkommen bescheuerte Idee meines Erachtens, vor allem im Gesicht. Ich hinterfrage das Ganze aber auch. Vielleicht ist das alles am Ende nur ein Fake. Ich könnte mir auch eher zu 75% bis 80% vorstellen, dass es ein Fake ist. Ich halte trotzdem die Wahrscheinlichkeit für 20% immer noch so hoch, dass sie wirklich so blöd ist. Also bei aller Liebe, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber da hört doch irgendwann auch der Spaß dann auf. Und sie sagt ja selbst, besoffen fand sie die Idee besser und es haben sich Leute schon besoffen so einigen Blödsinn tätowieren lassen. Und ihr solltet euch immer Gedanken machen, finde ich, wenn ihr euch ein Tattoo macht. Wolltet ihr schon immer mal ein Tattoo haben? Wolltet ihr dieses Motiv auch längere Zeit? Denn das hält ein ganzes Leben lang. Wo lasst ihr euch tätowieren? Ist es vielleicht eine Stelle, die man jeden Tag sieht? Oder ist es dann vielleicht eine Stelle, die man auch verdecken kann? Macht euch genauer Gedanken. In vielen Jobs ist es nicht so gern gesehen. Momentan geht es ja in so eine Richtung, dass die Leute offener werden. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe auch nichts gegen Tattoos oder Leute, die einfach sich auch Tattoos im Gesicht machen lassen. Jeder soll so leben, wie er will, ist meine persönliche Meinung. Mir muss es jetzt persönlich nicht gefallen. Das Tattoo würde ich mir jetzt nicht auswählen. Aber keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Es sieht weder cool aus, noch ist die Idee dahinter irgendwie nice. Also Next Level Influencer ist sie damit vielleicht jetzt geworden für 2021. Aber dämlich ist das Ganze dann doch. Ja, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt das gerne mal unten reinschreiben. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass das Ganze ein Fake ist. Also ich halte die wirklich nicht für ganz so bekloppt. Ja, und keine Ahnung. Ihr könnt gerne mal einen reinschreiben, aber ich finde, der Tweet passt hier auch ganz gut. Den möchte ich hier mal für euch zitieren. Influencer auch unten für euch verlinkt. Die machen auf Twitter guten Content zu solchen Themen. Sie hat sich einen QR-Code auf die Stirn tätowieren lassen, damit man sofort auf ihre Seite kommt. Momentan ist es ja Instagram, kann man ja durchaus ändern dann, also angeblich geht das. Wenn das echt ist, shoot me in the face, ich bin raus aus allem, I don't wanna live on this planet anymore und ciao leben. Einfach nur wow und ciao. Wow und ciao hört sich schon fast wie so eine 90er Jahre Trash-Gewinnshow an, würde ich gerne moderieren. Könnt mich gerne anrufen von RTL oder Super Plus oder wie auch immer die ganzen Kanäle jetzt heißen. Bei denen auf jeden Fall Super RTL, so rum, nicht Super Plus. Gab aber plus 1, oder? Egal, ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall ist dieses Thema schon sehr grenzwertig und ich verstehe nicht, wie weit Leute mittlerweile für ein bisschen Werbung gehen. Ich kriege da echt Kopfschmerzen, wenn ich das hier nur sehe. Ich habe mir auch dieses Video angesehen und dachte, oh Gott, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die irgendwie mit irgendwie ein paar Leuten in der Gruppe saß, sich ja irgendwie über Tattoos unterhalten haben und die da auf irgendwie auf das Thema gekommen sind im angetrunkenen Zustand und sie meinte, ja, das ist doch voll die geile Idee, wenn ich mir das auf die Stirn tätowieren lasse. So,
Face-Tattoos sind da auch immer, oder Gesichtstattoos sind da auch immer bekannter oder beliebter inzwischen. Ja, sind natürlich auch sehr verschrien. Viele finden es total schrecklich, manche lieben es. Ne? Und jeder soll, wie gesagt, auch machen, was er oder sie für richtig hält. Aber das ist so eine Nummer mit dem QR-Code. Ei, aber ich glaube, sie wird das auflösen in einem YouTube-Video. Dann hat sie dann doch kein Tattoo. Also ich vermute, so clever ist sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich sowas tätowieren lassen würde. Also ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das so empfindet. Aber nun gut, das soll es dann auch für dieses Video hier gewesen sein. Schreibt eure Meinung sachlich unten rein, was ihr zu dem ganzen Thema zu sagen habt. Und schlagt mir auch gerne bei Twitter und Instagram, da bin ich am aktivsten, Videothemen vor. Ich würde mich sehr freuen, ich bin jetzt wieder aktiver. Ich finde jetzt gerade die Perspektive ganz cool, um wieder reinzukommen, um wieder die 3-4 Videos in der Woche hier für euch rauszuhauen. Werde aber auch wieder vor die richtige Kamera gehen. Und ich werde auch die Kamera hier vorne mal wahrscheinlich nochmal austauschen, obwohl ich die Qualität gar nicht so schlecht finde. Aber ich glaube, da kann man noch was rausholen, damit es noch cooler aussieht in Zukunft. Lass mal gucken. Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen kundig machen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch Sachen vorschlagen, was ihr noch verbessern wollen würdet in den Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.